Mit Software von GMG profitieren Druckereien und Prepress-Unternehmen von der besten Technologie für vorhersehbare Druckergebnisse und konsistente Farben. GMG. We know color. Mit Software von GMG profitieren Druckereien und Prepress-Unternehmen von der besten Technologie für vorhersehbare Druckergebnisse und konsistente Farben.
GMG. We know color.
Mit Software von GMG profitieren Druckereien und Prepress-Unternehmen von der besten Technologie für vorhersehbare Druckergebnisse und konsistente Farben. GMG. We know color. Liebes Team des Theaters Lindenhof, liebes Publikum. Das Theater Lindenhof steht für mich für bitterkalte Nachmittage auf der Schwäbischen Alb, an denen man das Draußen vergaß, weil einen der schauspielerische Rundgang, zu dem das Ensemble einen entlang von Hertlings Winterreise verführt hat, so sehr in seinen Bann geschlagen hat. Und es ist auch eng beieinandersitzen im Saal des ehemaligen Gasthofs Linde und in Verbundenheit zwischen Bühne und Publikum gemeinsam unbefangen lachen. Das Theater Lindenhof steht ohne Zweifel für ein außerordentliches privates, ja enthusiastisches Engagement. Und das von der Gründung eines kollektiven Theatervereins, der mit privaten Mitteln eine Dorfgaststätte erworben hat, bis zur Überführung in eine Stiftung und Realisierung eines Theaterneubaus. Sie, die Mitglieder des Ensembles und das ganze Team, werden angesichts der Kraft der Umsetzung von Theaterideen oft auch als das Theaterwunder von der Alp oder Welttheater für die Heimat bezeichnet. Und dieses Welttheater erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Scheune, in Stadthallen oder unter freiem Himmel. So oder so ist dieses Erleben ein Erlebnis. Das Theater Lindenhof spielt für das Land Baden-Württemberg eine besondere Rolle. Als Regionaltheater mit nationaler Strahlkraft wird es in starkem Maß gefördert und wir werden uns dafür einsetzen, dass das Land auch in Zukunft ein starker Partner bleibt. Für diese Zukunft wünsche ich mir und uns allen zunächst einmal, dass sich der Theatervorhang in Melchingen und den zahlreichen Gastspielorten bald wieder öffnet. Und ich bin davon überzeugt, dass die Lindenhöfler mit ihrer großen Leidenschaft weiterhin viele Zuschauerinnen und Zuschauer berühren, begeistern und unterhalten. Zuletzt bleibt mir ein herzliches Dankeschön für wunderbare Theatererlebnisse und herzlichen Glückwunsch zu 40 Jahre Theater Lindenhof. Hallo alle, herzlich willkommen. Ich glaube, es geht gleich los. Willkommen, bienvenue, welcome. Herzlich willkommen auf der Alp und bis gleich in der Scheune. Ja, hallo Leute. Ja, ich komme drei. Hallo Leute, schnell kommt, wir legen ab. Hallo, hallo, ja hallo. Ihr seid ja alle da. Du bist gekommen. Ach toll, das hätte ich ja nicht gedacht. Mensch, du bist ja auch da und du auch. Du, ach nein. Ja, super, hi, hi, jetzt geht's los. Nun, Freunde, lasst es mich einmal sagen, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen. Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen, fühle ich mich nicht allein, gut euch zu sehen. Wer daran glaubt,
alle Gefahren nur auf sich selbst gestellt zu überstehen. Muss einsam werden und mit den Jahren auch an sich selbst zugrunde gehen. Und soll mein Denken zu etwas taugen und sich nicht nur im Kreise drehen, will ich versuchen, mit euren Augen die Wirklichkeit klarer zu sehen. Und weiß ich heute auf meine Sorgen und Ängste keine Antwort mehr, dann seid ihr da, schon trag ich morgen an allem nur noch halb so schwer. Nun Freunde, lasst es mich einmal sagen, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen. Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen fühle ich mich nicht allein, gut euch zu sehen. Fühle ich mich nicht allein, gut euch zu sehen. Fühlen wir uns nicht allein, gut euch zu sehen. Vielen Dank, lieber Bernhard, lieber Berti. Vielen Dank, liebes Ensemble. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, in Melchingen. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Jubiläumsgala zu 40 Jahren Theater Lindenhof. Wir, Simone Haug und Stefan Hallmeier, führen Sie durch den heutigen Jubiläumsabend. Mit bei uns ist heute Abend auch in der Scheune unser Bürgermeister, Herr David Licht. Herr Licht, ich freue mich sehr, dass Sie mit uns diesen Abend begleiten. Dieser Abend wird auch ein Abend der Grußworte sein. Und ich darf Sie auf die Bühne bitten und den Reigen der Grußworte zu eröffnen. Bitte schön, Herr Licht, kommen Sie. Ja, ganz herzlichen Dank. Ja, sehr geehrtes Lindenhof-Team, liebes Ensemble, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zunächst einmal darf ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass ich heute als Vertreter der Sitzgemeinde des Theaters hier bei dieser besonderen Jubiläumsveranstaltung dabei sein kann. In diesem Zuge darf ich auch ganz, ganz herzliche Geburtstagsglückwünsche für unseren Gemeinderat und auch den Ortschaftsrat in Melchingen bringen. Alles, alles Gute zum 40-jährigen Jubiläum, zum 40-jährigen Geburtstag. Ja, wir sind sehr stolz, dass wir dieses kulturelle Highlight, dieses kulturelle Aushängeschild bei uns hier beheimaten dürfen. Ja, 2021, dieses besondere Jahr, steht ganz im Zeichen der Linde. Ja, unser neu eingebautes Bollardinger Lindenbräu mausert sich auch langsam zum Exportschlager. Und dieser Exportschlager, was das Thema Kultur angeht, dafür steht das Theater Lindenhof jetzt seit 40 Jahren. Seit 40 Jahren steht das Theater Lindenhof für eine Vernetzung von Stadt und Land, von Metropole und ländlichem Raum. Und dieser Verdienst dieses Theaters, den gilt es heute ganz besonders zu würdigen. Deshalb nochmal herzlichen Glückwunsch, alles, alles Gute auch für die weitere Zukunft. Und diese besondere Vernetzung und kulturelle Integration hier vor Ort wird seit 40 Jahren gelebt. Und hier gibt es seit kurzem auch ein studentisches Projekt, eine Ausstellung mit dem Titel Was für ein Theater. Und das zeigt eindrücklich diese Verknüpfung, die ich gerade angesprochen habe. Und auch das Tolle, dass die Gründerväter und Gründermütter des Theaters unseren schwäbischen Dialekt, unsere heimische Mundart als Leitbild und zwar als Ausdruck der Poesie anerkennen. Und auch mit dem vor kurzem ins Leben gerufenen Projekt Wir sind Geschichte hier vor Ort sieht man, dass das Zusammenleben seit den letzten 40 Jahren hier wunderbar funktioniert
und der Lindenhof hier, wie gesagt, ein Aushängeschild kultureller Integration und auch ein Aushängeschild landesweit, bundesweit und auch in Europa für die Kultur ist. Diese 40 Jahre, der heutige Meilenstein, darf aber nicht nur die Anfangszeit sein. Vieles oder das Größte liegt noch vor uns. Warum liegt das Größte noch vor uns? Und zwar aus dem Grund, dass die Demokratie, in der wir leben, zu der Kunst als besonderer Grundpfeiler auch dazugehört, jetzt vor allem gefragt ist. Gefragt ist, weil die Demokratie ist kein gottgegebenes Geschenk und kein Zustand, den wir so hinnehmen dürfen, sondern um die Demokratie müssen wir jeden Tag auch neu ringen und um sie uns bemühen. Und dazu gehört Kulturfreiheit und Kulturfreiheit führt zur Freiheit der Meinung und damit auch zur Freiheit der Gesellschaft. Von dem her danke auch an diesen Beitrag, den das Theater Lindenhof hier seit 40 Jahren vor Ort leistet. Und nochmals ganz, ganz herzliche Glückwünsche an dieser Stelle. Ja, lassen Sie uns getreu der aktuellen Produktion, wir sind nichts, was wir suchen, ist alles. Lassen Sie uns die Welt im Geist der Liebe miteinander verändern. Ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle und jetzt darf ich wieder das Wort an Sie beide übergeben. Vielen herzlichen Dank, Herr Licht, für Ihre aufmunternden Grußworte. Sehr recht herzlichen Dank dafür. Im September 2020 schrieb ich in der Kolumne unseres Spielzeitheftes: Hochverehrtes Publikum, liebe Leute, stehen wir an einer Zeitenwende? Das Theater als Ort der Begegnung ist virulent geworden und im Kontext der Pandemie negativ konnotiert. Die Zusammenkunft vieler Menschen unter einem Dach, das, was bisher immer unser größtes Bestreben war, ist aktuell keine gewünschte Veranstaltung. Heute wissen wir, ja, wir sind in einer Zeitenwende. Auch wenn es möglich sein wird, die Pandemie in den Griff zu bekommen, Abstandsregeln, Masken, Tests, Zuschauerbegrenzung werden uns noch lange begleiten. Natürlich würden wir alle viel lieber hier mit Ihnen versammelt in unserem frisch renovierten Theaterhaus feiern. Sie, liebes Publikum, Sie fehlen uns. Sie, liebe Weggefährten, liebe Freunde, Gönner, Kritiker, Sie alle fehlen uns. Was tun? Das Jubiläum absagen? Nein. Wir haben gesagt, wir machen es. Wir kommen lieber so zusammen, im Internet, als gar nicht. Ja, so ist es heute. Wir feiern eine digitale Jubiläumsgala. Jetzt eine Frage in die Technik. Wie viele sind denn bereits online? Ich weiß, es sind 170 Menschen sind online, Stefan, super, oder? Ja, 170 Menschen können mit uns feiern heute Abend, es können noch viel mehr werden. Wir haben 290 Karten verkauft für diesen Abend und wir freuen uns sehr, dass das so digital möglich ist. Live können wir maximal 50 Menschen im Moment in unsere Scheune einladen. Digital können alle aus nah und fern hier mit dabei sein heute Abend. Und es gibt noch einen anderen Vorteil für Sie zu Hause. Sie können jederzeit aufstehen, ja, sich ein Bier aus dem Kühlschrank holen, den Wein nochmal nachschenken oder vielleicht ein paar Chips-Tüten öffnen und knistern oder schwätzen nebenher, alles erlaubt. Wir feiern digital mit gewissen Vorteilen. Also es erwartet Sie ein Abend mit Beiträgen von Weggefährten, Künstlerinnen und Künstlern, die wir vorproduziert haben und von vielen Grußworten. Es sind unglaublich viele Grußworte eingegangen. Seien Sie uns nicht böse, dass wir einige eingekürzt haben, weil sonst würde der Abend wahrscheinlich 2 bis 3 Stunden gehen. Wir hoffen, dass wir in 1 Stunde und 30 Minuten durchkommen. Und deshalb denke ich, machen Sie es sich gemütlich. Und? Fangen wir ganz von vorne an, ganz vom Anfang. Thomas, Film ab.
Heimatabend im Dorf. Man ist gespannt. Es wird kein gewöhnlicher Abend werden. Dem Bürgermeister ist es gelungen, den Spaßmacher Till Eulenspiegel einzuladen. Eule tritt auf mit großem Zinnober und verspricht: Euer Schultes hat mich gebeten, ihn heute ein bisschen zu vertreten, vergnüglich diesen Abend zu gestalten, erbaulich den Jungen und den Alten und so weiter und so fort. Und möchte mir dies wohl misslingen, kann man nachher Heimatlieder singen. Zitat Ende. Ob Eulenspiegel hält, was er verspricht, können Sie ab 22. Mai zu Malchingen im Lindenhof erleben. Auf, ihr Künstler! Erwacht zum Leben! Mit Eulenspiegels Theatersegen! Böser Alltag! Flieh von hinnen! Festtag, du möchtest nun beginnen. Mensch zu Mensch mit allen Sinnen. Premiere, Melchingen auf der Alp zählt 850 Seelen. Ein Zehntel davon sind Türken. Man lebt von karger Landwirtschaft, einer kleinen Textilindustrie und von ein bisschen Fremdenverkehr. In der Dorfmitte, gleich neben dem Rathaus, steht ein 100-jähriges Gasthaus, der Lindenhof. Hier soll Theaterkultur aufs Land gebracht werden. Das kleine Unternehmen, finanziert von 4 jungen Leuten, soll später zu einem kulturellen Treff mit regelmäßigen Veranstaltungen ausgebaut werden. Uwe, ein Berufsschullehrer, ist einer der Teilhaber am Lindenhof und mit 34 Jahren der Älteste der Theatergruppe. Er schrieb das Stück, bei dem Hans die Regie führt. Hans war Elektriker und studiert jetzt Germanistik. Mit Uwe und Bernd will er als Mieter in den Lindenhof ziehen. Bernd spielt den Till Eulenspiegel. Er studiert Sozialpädagogik. Sein Vater hilft beim Herrichten des ehemaligen Tanzbodens 6 Wochen vor der Premiere. Sie und 4 andere der Gruppe stammen aus Hirlingen, einem Dorf der Alp, aus dem der Anstoß für das Stück kommt. Der Selbstmord eines gleichaltrigen Freundes. Ich habe mit der Frau Hofbuchbinder Blievers ihren Imperion gelesen, welcher mir außerordentlich wohl gefiel. Sie sind ein großer Dichter. Ich weiß. Aber nennt er mich nicht immer Hölderlin. Ich bin nicht von demselben Namen. Ich heiße Michelangelo Buonarroti. Michelangelo Buonarroti. Scala Regni. Eine schöne Aussicht. Ich habe viel an Flüssen gelebt, mein Herr. Aussicht ist schön. In meinem Leben. Schön. In Bordeaux habe ich sogar am Meer gewohnt. Sie sagen es. Hölderlin war kein Dichter. Ich sehe gut aus. Hölderlin war Seefahrer. Darf ich vorstellen,
Mein Freund, Jörg Rathgeb, Schwabens größter Maler. Und in der Taschko in der Aller. Was für ein Leben, Jörg. Maler sein, Bilder schaffen, Welten, eine Passion haben. Sehen, was nicht gesehen werden kann. Jörg, es ist gut, Maler zu sein. Und in Venedig, was für ein Licht. Und die Bettler, die Hungrige auf dem Platz. Wir sind Maler. Auf Freiheit, der heilige Auftrag. Reich Gottes auf Erden wird werden. Unsere Enkel werden es erleben. Und der Himmel über Venedig. Solange ich lebe, wird nichts umgestellt. Nichts, gar nichts. Es bleibt alles, wie es jetzt ist und wie es immer war. Weil es Milch gibt. Das ist das, was der Bauer sicher hat. Und wenn er das auslässt, dann verreckt er. Ich verreckt er. Ich verreckt er, Lerbe tut er, Lerbe. Verrecker tut er, sag ich, verrecker. Und kehren tut alles nur mir. Alles kehrt nur mir. Weil was du frischst, kommt aus meinem Teller. Und was du scheißt, läuft in mein Killergrub. Alles ist nur mein. Das Milchgeld und der Fernseher auch. Ich scheiß auf dein Milchgeld und auf dein Fernseher. Ich scheiß auf. Du alter Blutsauger, du alter. Willst du, dass ich bucklig werde unter deine Kiehe? Willst du, dass ich kein Bier unter deine gottverreckte Kiehe? Meine Kiehe, mein Stall, mein Fernseher. Das Licht bricht hier, ich dir und deine Kiehe. Ja, Sie sahen die Anfänge dieses Theaters nun in unserem schönen chronischen Film. Kommen wir zu den Anfängern in diesem Theater. Und das sind und waren Uwe Zellmer und Bernhard Hurm. Und mit Ihnen, ich freue mich total, dass Sie heute live hier mit dabei sind bei unserer Jubiläumsgala. Ja. Mit Ihnen werde ich mich jetzt ein bisschen über die Anfänge unterhalten und auch mit Stefan Hallmeier, der ja auch von Anfang an mit dabei war. Ja, schön, dass ihr hier seid. Gerne. Schuddele auch dabei, das ist super. Ja, schon fast leer. Jetzt trinkt ihr mal auf 40, würde ich auch sagen. Auf 40 Jahre. 40, 65. Das muss bei einer Jubiläumsgala erlaubt sein. Sie können auch zu Hause mitmachen. So, also fangen wir an. Ich würde gern von euch ein bisschen was wissen über die Anfangszeit. Wie kommt man auf die Idee, ein Theaterhaus zu gründen, zu eröffnen, sich überhaupt dieses zuzumuten? Also da gehört ja auch viel Mut dazu. Wie war das? Wie kam das zustande, dass ihr dieses Haus dann irgendwann hattet? Ihr hattet ja davor schon Theater gespielt, an vielen Orten, in AGs und dann? Ja, wir hatten das klassische... Du musst da reinsprechen in dieses Mikrofon. Ja, danke schön. Wir hatten das Klassenspiel gemacht, das war glaube ich 77, ja. Im schweren deutschen Herbst haben wir für ein bisschen Leichtigkeit gesorgt. Obwohl es ein heftiger Skandal war, das Stück. Und wir haben mit dem Klassenspiel eigentlich gemerkt, dass man Wirkung haben kann und auch Spaß. Und das war dann der Hintergrund für das Zweite. Dann haben wir Semmerkerle gemacht, ein Stoff aus Hirlingen, Semmerkerle oder Köhne. Also davor haben wir noch... Wie ich das sagte, davor haben wir noch in Tübingen und Reutlingen dann noch Viva Argentina gemacht, ein Stück über Fußball und Faschismus. Ach, das war von mir, das habe ich vergessen. der Fußball WM 78 in Argentinien. Ja. Und dann haben wir, ist die Gruppe zerfallen und wir haben gedacht, was kann man eigentlich machen, um eine Gruppe wieder zu gründen? Oder die Leidenschaft war eigentlich da für Theater. Uwe als Spiritus Rector sozusagen vorausgegangen und wir ihm gefolgt. Und irgendwie haben wir einen Landgasthof oder ein Objekt gesucht, irgendwo auf dem Land. Das wollten wir schon. Da waren viele Leute vom Dorf mit dabei und die wollten schon, glaube ich, wieder zurück aufs Dorf, ihre Kraft da wieder hintragen, wo sie her hatten und ihre Begeisterung und Leidenschaft auch fürs Theatralische. Und deswegen sind wir dann, haben wir das Objekt hier gefunden. Und ja, wir haben ja da immer im LTT proben können, aber man musste auch ausweichen, wenn kein Platz war. Und irgendwie waren wir dann auch schon doch fast schon ein bisschen selbstbewusst. Ne? Das ist irgendwie zu wenig, dass man da gastweise vorbeikommt
und im Probenraum drauf, Probebühne oben oder unten oder was, was ja freundlich war, aber auch nicht immer geklappt hat. Und so ist aus diesen Engigkeiten ist eigentlich der Wunsch gewachsen. Ein eigenes Haus. Ja. Ein eigenes Häusle. Ja. Ja, ja, Stefan, was hat dich motiviert als junger Mensch damals? Du warst wahrscheinlich gerade mal 20, da jetzt mitzumachen bei dieser Theatergruppe. Also, ja, gefühlt war ich 16, aber ich war tatsächlich schon 18. Und ja, das kam einfach so, dass Bernhard und Uwe mich und noch andere, wir waren eine Clique aus Hirlingen, gefragt hatten, eben für dieses Stück Semmerkalle oder Keune. Und ich war von Anfang an begeistert. Ja. Für mich war der Weg ins Theater schon auch eine Form der Emanzipation. Als junger Mensch habe ich nicht alles gut gefunden, was so in den ländlichen autoritären Verhältnissen vor sich ging. Und das war für mich schon auch eine große Befreiung, etwas machen zu können in diese Richtung. Man hat gefühlt, so wie es war, war es nicht gut, man muss was ändern. Und das Theater ist eine gute Möglichkeit, um Gesellschaft zu verändern und humaner zu machen. Wir hatten halt eine gewisse Vision, das Schwäbische auf die Bühne zu bringen. Es gab damals eigentlich da kaum was. Also es hat ja Hebel und Fleider gegeben und sonst war das Schwäbische eigentlich nicht als Bühnensprache präsent. Ja, vor allem nicht als Bühnensprache kritischer, intellektueller Themen eben. Ja, es gab sicher... Ja, im Heimat- oder im Volkstheater, im ganz üblichen Sinn, also bei Vereinen und sowas, gab es natürlich schon auch schwäbische Stücke. Aber unser Anliegen, das Schwäbische auf die Bühne zu bringen, hatte schon auch noch einen anderen Anspruch sozusagen, das als vollständige Sprache auch wieder zu etablieren, so wie beim Bayerischen, wie als Poesie, so ja. in der Nachfolge von Sperr oder von Kreuz, oder so in dieser Art, also wie ich im Bayerischen das gemacht habe, sagt, das muss auch im Schwäbischen auch möglich sein. Also genau. Hinter Häberle und Fleiderer ist da noch ein großer, weiter Raum, den müssen wir doch bevölkern. Zum Beispiel, ja, Hölderlin, nicht wahr? Ja. Ja, was waren denn die größten Herausforderungen am Anfang? Also ihr hattet euer Haus, ihr habt Theater gespielt, wie hat sich die Gruppe organisiert? Was waren die Themen, über die es ging, über die ihr diskutiert habt? Also es war schon stark geprägt von Überleben, muss man glaube ich, nicht so dramatisch. Also das Haus zu halten, Wege zu finden bis hin zum Verein und fördern. Eigentlich waren wir da jeden Tag mit beschäftigt zu gucken, wie kriegen wir das eigentlich an Land, das Ganze. Weil das war immer ziemlich knapp und das war tatsächlich ein Kampf von 10 Jahren. Ja, und es war... Also ein großer Punkt, ich weiß nicht, ob das jetzt da schon hinpasst, aber ein großer Punkt war ja auch dann die ganzen Bauauflagen und dergleichen, schon beim ersten Umbau. Also das war ja früher die alte Linde, die hier stand. Die hatte ja die Toiletten noch auf der Seite, wo jetzt die Küche ist. Und die Küche war auf der anderen Seite, man muss es so sagen, über den Gang mit Essen. Das hat natürlich das wurde nicht mehr genehmigt. Das war von, und dann, als wir dann angefangen haben, Theater zu spielen, war ja schon auch im Mai, Juni 81, war dann auch die Frage, irgendwann ist natürlich schon auch die Bauaufsicht und sozusagen der Brandschutz gekommen und gesagt, also ganz so geht es dann doch nicht. Also so hemdsärmlich, wie ihr das hier macht, ihr müsst schon ein paar Sachen machen. Also es war das Dramatische war, es lief gerade. Ja. Die Leute kamen und wollten die Hexe sehen. Und, also Hexe, Nacht oder Tag oder jetzt für die Leute? Die Hexengeschichte, ja. Und wir haben gemerkt, wir gewinnen da Land und da stehen das ganze Bauamt mit 30 Leuten stehen da im Saal. Ja. Gefühlt. Gefühlt 30 Leute. Und sagen so, ja, jetzt Schluss, da ist 40.000 Mark da investiert worden, dass es überhaupt weitergeht. Und der Bernhard stand dann... in der Ecke des Saales und weinte bitterlich und da sagt zu mir der Herr vom Amt, gell dem Gott zur Niere. Ja, also... Da sage ich, ihr seid gut.
Ja, vielleicht noch, also wir müssen schon so ein bisschen auf die Zeit gucken, leider ja, bei unserer Jubiläumsgala, sonst geht die ein bisschen ins Unendliche. Ja, das machen wir voran. Ganz gerne würde ich noch von euch wissen, was waren denn eure Highlights, was waren die Meilensteine für euch in jetzt diesen 40 Jahren Theater Lindenhof? Sag, mach du erst, dann sag ich. Ja. Oder dann Stefan, oder ich weiß nicht. Ich glaube, ein Highlight, ganz bestimmt die Hexe als erster großer Schritt ja. zum Theater. Ne? Vorher hatten wir kleinere Sachen und Kenner trinken Württemberg und Stohlegäßle kam also die Vorform. Ach, Stohlegäßle war viel, viel war später. Viel später, ja, aber sagen wir die Frühform vom Stohlegäßle. Mhm. Dann das erste Sommertheater, und, bitte, Uwe. Ja, und vorher wollte ich noch sagen, es gab dann zum Beispiel ein Gastspiel mit Kenner trinken Württemberg. In früher Zeit in Friedrichshafen zu einer Matinee. Mhm. Da waren 2.500 Leute. Ach was. Also das war für uns wie Olympiastadion. Ja, klar. Ne? Und das war dann auch Anfang von Partnerschaften. Das war der Neujahrsempfang. Neujahrsempfang, ja. Aber das war ein riesiges Erlebnis und daraus ergab sich dann auch der Partnerschaftsgedanke. Nee, von hier du trinkst ja nicht. Ja, dann nimm noch. Seid ihr gegönnt. Ja. Wo waren wir? Ja, die Highlights. Jetzt ja, die Bernie. Der Highlight. Also die Highlights, ich denke, dass das erste Sommertheater in Tübingen, Hölderlin Tübingen Turm, so auch eine Initiation Kadios, war, ja, für uns als Sommertheatermacher sozusagen die Geburt. Da war dann ja Franz zum ersten Mal, haben wir ja gesehen, gerade vorher im Film, Franz zum ersten Mal stand dabei, hat mich mit dem sehr toll gestochert, schon von Anfang an, da angelegt am Floß. Also es war schon so eine große Sache mit all den Ängsten, die erstmal auch von der Hölderlin-Gesellschaft und so waren, dass wir das gestemmt haben, dass wir sozusagen auch den Intellektuellen was liefern und was bieten konnten. Das war von Anfang an, glaube ich, auch unser Begehr, den Spagat zu schaffen zwischen Stadt und Land, zwischen dem Volkstümlichen, also zwischen dem Dorf hier und dem Denken und Fühlen hier und dem städtischen Denken, dass wir da so eine, und dem Intellektuellen, denken, dass wir da so einen Spagat hinbringen, von Anfang an Ghettos vermeiden, nicht Ghettos schaffen, sondern eigentlich alles zum Flirren, alles zum Schwingen bringen und durcheinander wirbeln. Das war eigentlich von Anfang an unser Begehr mit unserem bunten, volkstümlichen Theater. Vielleicht darf ich noch einen Schritt nochmal zurück zur Hexe, weil das Wesentliche war ja da, dass wir gemerkt haben, ja, wir werden ein Theater. Ja. Die Hexe wurde ja auch verfilmt, groß, dann später. So, das war dann später. Ja, aber, einfach das Gefühl, da haben wir richtig was Gutes auf geleistet. Die Bühne gekriegt und erzählen da was Gutes, was Spannendes. Mhm. Und dann sind da, ging eigentlich gar nicht, 150 Leute im Saal ständig. Ja. Und überrennen uns. Ja, ja, wunderbar. Und das war natürlich so der erste Moment, wo man gemerkt hat, wir sind ein Theater. Stefan, für dich deine Highlights. Ja, also Stefan. Schon irgendwie komme ich nicht umhin zu sagen, die Gesamtperformance dieses Theaters und die ständige, permanente Weiterentwicklung. Ich sage auch nachher noch da ein paar Sachen dazu. Aber vielleicht eine Geschichte, die eben die gerade jetzt in Zeiten der Pandemie, finde ich, bei mir ganz groß sich in den Vordergrund spielt und auch, weil Bernhard es angesprochen hat, mit den frühen Konfrontationen, mit Auflagen und Grenzen, mit denen wir immer wieder in Reibung waren. Wir hatten, das war, glaube ich, 97 oder so, in Friedrichshafen in einem Zelt ein Enteklemmer gespielt. Mhm. Ja, das Zelt war, glaube ich, für 700 Leute konzipiert. Es waren aber ungefähr 1000 drin. Ja, es gab keine Fluchtwege. Mhm. Die Leute saßen auf dem Boden und wir haben gespielt. Und es war einfach so, dass die kollektiven Lacher des Publikums auf der Bühne als Druckwelle physisch spürbar waren. Ja. Und das war ein wahnsinniges Theatererlebnis, was zeigt, dass Theater eben die Menschen Energie. Braucht, die Zusammenkunft braucht. Und das ist das nicht so deutlich wie bei jener Aufführung, aber das ist das, was eigentlich wir auch uns immer wünschen,
dass sozusagen so die Energie zwischen Publikum und uns Akteuren auf der Bühne spürbar ist. Mhm. Ja, liebes Publikum, ein bisschen fühlen wir auch die Energie hier, auch wenn Sie nur virtuell dabei sind, allein durch die Zahlen. Ja, Stefan, ich glaube, wir müssen weitergehen. Machen wir weiter. Also ja, eine Protagonistin vielen der Anfangs. Dank. Dass ihr mit Wirklich in der Elsässer, danke. Wir sehen uns. Danke. Und macht's gut weiterhin. Ja. Ja. Danke. Ja, wo sind wir? Also auch eine Protagonistin der Anfangsjahre war die Linde Elsässer. Sie hat sehr viel auf und hinter der Bühne geleistet. Später schlug sie dann den Weg ein zur Kabarettistin, ist uns aber als Autorin und Regisseurin erhalten geblieben. Die Linde fällt immer etwas ein. Aktuell ist sie unterwegs mit einem Corona-Format, einem mobilen, bei dem sie improvisiert und Orte aufsucht und in einer ganz kleinen Theaterform dort ihr Spiel spielt. In diesem Format kommt jetzt ihr Grußwort, gefolgt von einem Grußwort von Ida Ott, die ebenfalls Protagonistin der Anfangsjahre war und großartige Schauspielerin. Bitte Film ab, Thomas. Jetzt grüß Gott bei Abbas Gott immer. Late, late, late. Heute bin ich im Theater Lindenhof auf der Schwäbischen Alb in Melchingen. Das Wunder von der Alb. Ich bin ja so froh, dass ich mich zu diesem Theater dazugehörig fühlen darf. 40 Jahre! Es wird gefeiert! Jubel! Lobgesang! Jubel! Jubel! 40 Jahre leid! Das ist eine lange Zeit! Ja, und da geht es ja emotional rauf und runter, hinter und vor den Kulissen. Ja, ha, da kehrt einmal Dankschicksal. Ja, an alle, die dieses Theaterschiff beharrlich durch alle Gewässer geschippert haben. Ja, Dankschicksal an die Herren. Dankschicksal auch an alle im Hintergrund, die Techniker, die alle mitschaffen, dass das 40 Jahre lang leid. Das ist eine lange Zeit mit sehr viel Leidenschaft und Hingabe. Und auch wir Frauen sind Leitsterne dieser Geschichte. Ja? Ich erinnere mich, da drüber im Saal habe ich ja angefangen mit Nacht oder Tag oder jetzt mit der spielfreudigen Ida Ott habe ich diese Geschichte erzählen dürfen. Eine Liebelei zwischen zwei Frauen in schlimmen Zeiten. Ja, und dann erinnere ich mich an den Wojcik, das war dahin. Da bin ich hier die Treppe runtergekommen und habe dann immer geschrieben, Franz, wie bist du auch? Ja, ich erinnere mich an die Geierwalli mit der wunderbaren Gina Maas. Auch an Linda Schlepps im Stauferberg, die wortmächtig gesprochen hat. Und an Katrin Keschler in dem Klobebleier, wo sie eine Hausdame spielt. Oder Carola Schwelin als Marthe im Zerbrochenen Krug. Ja, und die Schneiderinnen und die ganze Dame im Büro. Dank, Dank, Jubel. Ist Gott nämlich bloß leid? Zimmer, Zimmer, im Together. Tutti insieme, tut ensemble. Ja, juntos, todas, juntos. Oder kaiki, ja kaiki, wie der Finne sagt. Das wünsche ich dem Theater weiterhin. Zimmer, Zimmer, mit großer Leidenschaft. Allen Kollegen und Kolleginnen soll es rote Rosen regnen. Auch gerade in dieser Zeit, wo sie trotzdem probet, den eingebildeten Kranken. Dass man durchhält, bis die Welt wieder gut dasteht. Also, Jubel, Happy Birthday, 40 Jahre. Ich schwenke den Hut. Chapeau,
Chapeau. Ade, bleibe du zack und geschmeidig. Herzlichen Glückwunsch auch von mir, liebes Theater Lindenhof. Alle Achtung, ihr lupfter Hut. Theater kann Sehnsucht erwecken nach einem anderen Zustand von Welt. Und es ist gerade wichtiger denn je. Nichts für ungut, Fräulein Marianne. Ich hätte Ihnen schon gern vorher was angeboten. Aber da hat man zwei große Kinder im Haus und ihr denkt an nichts. So ist noch auch wieder nicht. Ich hätte vom Marquardt und vom Vater seine Rechnung ein Blättchen richten lassen. Ganz einfach. Ein bisschen Straßburger Gänseleber, Trüffel de Pastetle, ein paar Kaviarbrätle, ein bisschen Austere, abgehangene Krammetzwägel und dann Champagner. Riggele, komm, servier! Das macht euch ja gerade. Eiges! Jetzt ist er lieber geschnappt. Du hast meinen Vater, der seid's wenig. Aber das Fräulein Marianne ist ja so bescheiden. Das wäre jetzt aber wirklich nicht nötig besser. Greif nur zu, was auf dem Tisch steht, ist schon verschmerzt. Das ist mir jetzt eine rechte Verlegenheit. Dick's zu, Anna. Hast nicht gehört, deck's zu jetzt. Ich kann nicht. Ich will nicht mehr. Du bist die Magd. Du bist die Mutter. Anna, jetzt leg die Steine drauf und mach ein End. Nicht selber. Es findet keine Ruhe. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen, seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Tolle Stücke, tolle Inszenierungen. Der Enterglimmer zum Beispiel. Weißt, Simone, ich hab vom Heinrich auf von Christian seine Rechnung ein Blättle richten lassen. Ein paar abgehangene Krammetsfegel, Schweineschnitzele mit Kartoffelsalat und Blattsalaten, ein bisschen Kaviar und ein Champagner. Riggele, komm, servier. Zum Wohl. Zum Wohl, Stefan, aber... Stefan, Fingerfood in Zeiten von Corona, das geht gar nicht, wenn das jemand mitkriegt. Na, dann machen wir es halt Hellinger. Ja, so machen wir das. Auf der Enterglimmer. Aber trotzdem, auf den Enterglimmer. Ja, in den 90er Jahren
ist unser Theater immer weiter gewachsen. Von Anfang an waren wir immer sehr viel auch unterwegs. Wir mussten draußen spielen, nur in Märchinger spielen, davon hätten wir nicht leben können. Und so waren wir zum Beispiel sehr früh auch in Stuttgart im Theaterhaus, das war damals noch in Wangen, wo wir unsere Stücke gespielt haben. Anfang der 90er haben wir dann teilgenommen am Theaterpreis der Stuttgarter Zeitung für freie Theater. Wir haben in drei aufeinanderfolgenden Jahren, ach, da sind wir, warum sagt mir das keiner? Wir haben in drei aufeinanderfolgenden Jahren den Preis gewonnen. Erst, die Reihenfolge weiß ich, erst mit Bauernstaben, dann mit Ratgeb und mit Weizsäck. Und dann hat es geheißen, wir dürfen nicht mehr mitmachen, wir sollen den Jury gehen. So, und naja, so war das. Und mit der zunehmenden Professionalisierung kamen auch immer mehr Erfolge, aber ökonomisch gefährdet war eigentlich unser Projekt immer. Deshalb haben wir neben den großen Ensembleproduktionen und später auch den Produktionen mit Bürgerbeteiligung auch immer kleine Formate im Programm gehabt. Und diese kleinen Formate, die begleiten unsere Spielplan auch bis in die heutige Zeit. Damals waren sie dringend notwendig, um überleben zu können. Ja, in dieser Zeit bildet es sich auch das Netzwerk an Partnern, das uns heute noch trägt, ein Netzwerk aus Land, Landkreisen und Städten, unseren Partnerstädten. Die ersten Partnergemeinden, die damals schon mit dabei waren, waren Bietigheim, Bissingen, Fellbach, Ravensburg, Filderstadt, Balingen. Inzwischen sind viele dazugekommen, es sind über 20 Stück. Dieses einzigartige Modell des Regionaltheaters hat sich damals entwickelt und ist bis heute einzigartig. Ja, hören Sie nun die Grußworte aus unseren Partnerstädten, und zwar von Herrn Kessing, Oberbürgermeister der Stadt Bietigheim-Bissingen, Herrn Knuppen, damals Kulturamt Ravensburg, heute im Stiftungsrat und ein guter Freund immer noch des Theaters, außerdem von der Kulturamtsleiterin, der Frau Ackermann aus Nüttingen, von Michael Bauer, dem Geschäftsführer der Tuttlinger Hallen, und von Alexander Frei, Ali Frei, einem langjährigen Theater Lindenhof-Mitarbeiter, der heute der Kulturmanager in der Philharmonie in Filderstadt ist. Thomas, Film ab. Hallo, liebe Lindenhöfler. Das Theater Lindenhof feiert 40. Geburtstag und Bietigheim-Bissingen ist stolz darauf, fast von Beginn an dabei gewesen zu sein. Unsere Stadt war die erste Kommune, die das freie Theaterprojekt unterstützt hat. Seit 1983 waren und sind wir bis heute Wegbegleiter des Theaters Lindenhof. Wir hatten immer viel Spaß miteinander. Jeder Euro war sein Geld wert. Sie haben uns im Aufbau eines Kleinkunstspielorts nachhaltig bereichert und die persönlichen Beziehungen zwischen Ihnen und uns stimmten immer. Wir freuen uns auf viele weitere gemeinsame Jahre, wenn es nach der Corona-Pandemie endlich wieder losgehen kann mit Kultur live und Kultur vor Ort. Herzlichen Glückwunsch zum 40. Geburtstag. Schwäbisch Schlau sind Sie ja jetzt. Bleiben Sie auch weiterhin alle gesund und kreativ. Ihr Jürgen Kessing, Oberbürgermeister von Bietigheim-Bissingen. Lindenhof, 40 Jahre Schwabenalter,
alles Gute zum Jubiläum. Ich erinnere mich am liebsten an Bertha und Martha, die eine krank am Kopf und die andere an den Füßen. Das war für mich großartig inszeniert vom Christoph, war für mich von euch allen toll gespielt, von der Susanne Hinkelbein, super geschrieben. Ich durfte einmal sogar auf der Bühne bei Fernsehaufnahmen sein und mit dem Rücken zum Publikum in Franzens Tuba blasen. Tollste Erinnerung vielleicht, als der Franz erzählt hat, dass er mit der Tuba probiert hat, unter einer Brücke durchzufahren mit dem Fahrrad und es nicht ganz klappt hat. Was wünsche ich euch für die Zukunft? Also erstens wünsche ich mir für die Zukunft, dass ich euch hier in Filderstadt noch oft begrüßen darf. Und euch wünsche ich mit Bernis Mutter, bleibt beieinander und streitet it. Alles Gute. Ciao. Theater Lindenhof heißt für mich lebendiges Theater mit unvergesslichen Erlebnissen. Sei es in Melchingen oder bei uns in Nürtingen. Ganz lebendig ist mir unser gemeinsamer Hölderlin-Spaziergang 2002 in Nürtingen in Erinnerung geblieben, bei dem wir nicht nur Hölderlin, sondern auch unsere Heimatstadt ganz neu entdecken konnten. Genau das wünsche ich mir für die Zukunft, dass wir bald wieder dieses Gemeinschaftserlebnis mit euch genießen und unsere bereits geplante und mehrfach verschobene Hölderlin-Produktion endlich auch erleben dürfen. Liebe Melchinger, herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die Zukunft. Ja, liebe Festgäste, liebe Freunde des Theaters Lindenhof, was ist nun aus unseren Kulturhäusern geworden? Ganz, ganz herzliche Grüße an die an den Jubilar, an das Theater Lindenhof zum 40-Jährigen. Und die hätten wir, weiß Gott, lieber persönlich überbracht. Aber nach einem letzten Gastspiel des Lindenhofs im Oktober letzten Jahres hat uns dasselbe Schicksal ereilt wie uns alle in der Kultur. Wir sind zum Testzentrum hier in Tuttlingen in der Stadthalle mutiert und befassen uns seit langem nicht mehr mit Theater und Kultur. Deshalb der allergrößte Wunsch zu Ihnen, zu euch auf die Alp. Bitte lasst uns bald wieder Freude am Theater haben. Lasst uns Publikum genießen, volle Säle. Und das wünschen wir uns alle miteinander. Lasst euch impfen. Und wir hoffen dann, dass wir bald wieder auch Gäste vom Theater Lindenhof begrüßen können. Weiter geht's. Der nächste Test kommt. Entschuldigung, es geht weiter. Ich muss mich wieder um andere Dinge kümmern. Schöne Feier, alles Gute. Quarantänehäuser sprießen, Ärzte betten überall, Forscher forschen, Gelder fließen, Politik mit Überschall. Also hat sie klargestellt, wenn sie will, dann kann die Welt. Also hat sie klargestellt, wenn sie will, dann kann die Welt. Also will sie nicht beenden, das Krepieren in den Kriegen, das Verrecken vor den Stränden und das Kinderschreiend liegen, in den Zelten zitternd nass. Also will sie nicht beenden, das Krepieren in den Kriegen, das Verrecken vor den Stränden und das Kinderschreiend liegen, in den Zelten zitternd nass. Also will sie alles das.
Ja, vielen Dank, lieber Wolfram, für deinen Beitrag zu unserer Gala heute Abend. Was wäre das Theater ohne Musik? Auch Wolfram Karrer begleitet unser Theater seit vielen Jahren, nicht nur als Musiker, sondern auch als Komponist und vermehrt auch als Schauspieler auf der Bühne. Machen wir gleich weiter im Reigen der Multitalente, die unser Theater über die Jahre begleitet haben. Susanne Hinkelbein ist so ein Mensch. Sie hat mal mehr, mal weniger unser Theater über viele, viele Jahre begleitet. Mal als Psychologin, mal als Komponistin und Musikerin, mal als Regisseurin, mal als Autorin und manchmal auch alles miteinander und gleichzeitig und auf einmal. Ich freue mich sehr jetzt auf Ihren Beitrag zu unserem Jubiläum. Thomas, Film ab. Als ich auf einem Traktor über das Melchinger Rathaus flog. Die Geschichte ist jetzt 30 Jahre her. Und 30 Jahre lang habe ich es nicht erzählen dürfen, weil das war ziemlich kriminell. Aber nach 30 Jahren ist ja außer Mord alles verjährt. Und Mord war es nicht. Also, 1991 habe ich am Lindenhof die Bühnenmusik zu Bauernsterbe von Franz Xaver Krötz gemacht. Die Lindenhöfler haben für die Produktion die Bühne der Scheunen nach hinten ins Freien aus Richtung Rathaus erweitert. Das heißt, die haben da so eine Art Plattform anbaut in 4 bis 5 Meter vom Boden aus. Und auf der Plattform sollte dann im Stück ein echter Schlepper stehen. Ein super Bühnenbild. Also, an dem Tag, um den es jetzt geht, bin ich am Spätnachmittag in Melchingen zur Probe angekommen. Dort fand ich folgende Situation vor. Fast das ganze Ensemble und das halbe Dorf sind vor dem Lindenhof gestanden und haben einen wunderschönen Traktor angestaunt. Einen Fendt Farmer 35. Neben dem Traktor ist ein riesiger Autokran gestanden. Der Schlepper war schon mit Kette am Kran eingehängt, denn jetzt ist es schlicht und einfach darum gegangen, den Schlepper mit Hilfe des Krans auf die Plattform hinter der Bühne zu heben. Rundum bedenkliche Gesichter. Was, wenn jetzt die Kette krachte? Oder wenn der Schlepper an der Kette so hin und her schwankt, dass er alles kurz und gleich schlägt? Der Lindenhof, die Scheune und vielleicht auch noch gleich das benachbarte Rathaus? Der Kranführer hat eine unglaubliche Ruhe ausgestrahlt. Hava, kein Problem, da kann gar nichts passieren. Und dann sagte er den verhängnisvollen Satz: Wenn einer von euch Kerle Mut hat, dann kann er sich draufhocken auf den Schlepper. Jetzt, keiner hat Arbeit bei dem Angebot und es hat mich gewundert, weil es gab, weiß Gott, richtige Kerle am Lindenhof. Ich meine, das ist doch super. Auf den Schlepper hocken dürfen und nah vom Kran die 4-5 Meter hoch auf die Plattform gehoben werden. Wo ist denn das Problem? Ich habe das Zögern nicht verstanden. Allerdings habe ich auch die Stromleitungen nicht registriert, die da oben vom Rathaus über den Hof zum Lindenhof geführt haben. Ich war ja eben erst angekommen und habe deswegen auch nichts von der Debatte mitgekriegt, wie man denn eben wegen der Stromleitungen den Schlepper auf die Plattform hieven könnte. Also, keiner wollte sich da draufhocken. Dann habe ich gedacht, ha, wenn sonst keiner will, ich bin zwar nicht schwindelfrei, aber aber warum denn nicht? Das mache ich, da hocke ich mich drauf. Also, auf den Traktor klettert, auf den Sitz guckt, das Lenkrad in den Händen, so, wegen mir kann es losgehen. Ja, und dann ging es los. Der Schlepper ist abgehoben, die Räder haben den Boden verlassen und aufwärts ging es, sachte, ganz sachte, aber aufwärts und weiter aufwärts. Jetzt ist mir doch ein bisschen anders geworden. Aber bloß nichts anmerken lassen. Ich muss winken, sonst denken die dann noch, ich hätte Angst.
Häuser. Die linke Hand fest, die krallt ums Lenkrad. Die rechte ganz vorsichtig Kurve und hallo, hallo macht. Und nah wieder vorsichtig und schnell die Hand zurück ans Lenkrad. Und höher ging's. Warum eigentlich so hoch? Ging hoch und hoch, am Rathaus hoch. Ja, warum denn eigentlich am Rathaus hoch? Ja, wie? Das hat mir keiner gesagt, dass es übers Dach vom Rathaus geht. Mir war speiübel. Ich fing an, auf mich selber einzureden, wie auf dem durchdrehten Gaul. Ruhig, ruhig, ganz ruhig. Du schön atme, ganz ruhig. Ich hab mir am Lenkrad festgehalten. Nicht nach unten schauen, nicht nach unten schauen. Ganz ruhig atmen, festhalten. Und höher ging's, höher. Da war's Rathausdach, da war das Türmle auf dem Rathausdach. Und noch höher, da waren die Stromleitungen. Und höher, ich glaub, der Schlepper hat kaum geschwankt. Es gab keine Turbulenz oder so. Aber trotzdem hat sich alles dreht. Im Kopf, im Bauch. Und die Erde dreht sich ja auch noch irgendwie. Das muss ja alles erstmal verkraften. Bloß festhalten, bloß festhalten. Irgendwann, nach gefühlten 240 Erdumdrehungen, kam endlich der Schwenk rüber zum Linderhof. Und dann ging es doch tatsächlich wieder abwärts und abwärts und abwärts. Und ganz sanft hat der Traktor auf der Plattform aufgesetzt. Berti und Franz waren sofort bei mir, haben mich beglückwünscht. Ich aber habe mich noch eine ganze Weile nicht vom Fleck gerührt, weil meine Knie so aneinander geschlagert haben, weil meine Hände so aufs Lenkrad festgekrampft waren, dass ich nicht absteigen konnte. Man reichte mir zwei Schnäpse. Danach ging's wieder. Weitere Schnäpse folgten dann in der Kneipe. Und im Verlauf des weiteren Abends schworen der Franz Ott und ich, dass wir gemeinsam einen Fallschirmabsprung machen hätten. Aber das ist eine andere Geschichte. Der Biesinger meinte, ich sei heute quasi der stärkste Mann im Dorf. Der Kranführer ist zu mir gekommen, auch mit Schnaps in der Hand. So ganz großer war es ja nicht, Mädel, was mir da gemacht hat. Eigentlich hätte die ja festbinden müssen. Denn was wäre quer, wenn dir da oben schlecht worden wäre? Alle haben versprochen, die Geschichte nicht zu erzählen. Womöglich wird noch irgendjemand drankommen. Aber jetzt ist verjährt, der Kranführer sicher längst in Rente. Heute hat's Naus dürfen die Geschichte. Und außerdem ist ja nichts passiert. So, und jetzt wünsche ich dem Lindenhof weiterhin viele Höhenflüge. Mut zum Risiko und Wagnisse ins Offene hinaus. Ein 102
Da sind wir wieder. Tolle Stücke. Kein Format ist uns fremd, kein Spielort unmöglich, kein Stoff heilig. Die Geschichte unseres Theaters ist geprägt von der Entdeckung neuer Räume und dem Knüpfen von immer neuen Kooperationen. Peter Hertling bezeichnete uns als ein Theater, das auf die Gassen strömt und nichts anderes vorhat, als uns, das Publikum, mitzunehmen. Offen, immer wieder neu auf Menschen zugehen und mit ihnen neue Projekte wagen und immer wieder neue Spielräume entdecken. Das war und ist unser Antrieb. Ja, 2007 erreichte das Ensemble eine E-Mail des Intendanten. Wir treffen uns, 10 Uhr, Pausa Bogenhalle, bringt alle eure Staubsauger mit. Ja, Staub gibt es immer noch genug in der Pausa Bogenhalle. Wie geschichtsträchtig dieser Ort ist, war uns allen und ist immer noch nicht ganz klar. Seitdem hat sich die Pausa zu einem unserer festen Spielorte entwickelt und diese Industriebrache in der Mitte von Mössing ist uns mit ihrer Geschichte ans Herz gewachsen. Der Raum, 113 Meter tief und 23 Meter breit, hat uns in neuen Dimensionen denken lassen. Philipp Becker, der Regisseur, ist
uns mit uns diesen Weg mitgegangen. Es entstanden Produktionen wie Die Schutzsuchenden, Ein Dorf im Widerstand, Aufstieg und Fall einer Firma oder auch Blast Off mit einer kompletten Blaskapelle mitten auf der Bühne. Ja, zusammen mit der Stadt Mössing konnten wir dann und dem Löwenstein Forschungsverein und der Jugendmusikschule, die darf man nicht vergessen, konnten wir 2019 dann ein großes Festival, so 100 Jahre Pausa, 100 Jahre Bauhaus, auf die Beine stellen, um dieser Geschichte nochmal diese Geschichte richtig zu würdigen. Es war wirklich ein großer Kraftakt, aber es war auch eine sehr große Freude für uns, denn die Pausa und ihre Geschichte haben diese Aufmerksamkeit schon längst verdient. Ja, hören wir die nächsten Grußworte. Herzlichen Glückwunsch dem Theater Lindenhof. Seit 4 Jahrzehnten macht der Lindenhof hervorragende Kulturarbeit auf der Schwäbischen Alb, die wir derzeit sehr vermissen. Im Namen der Stadt Mössingen und persönlich gratuliere ich zum 40. Geburtstag und wünsche allen, die dem Haus eng verbunden sind, alles Gute. Seit das Theater Lindenhof und die Stadt Mössingen eine überaus fruchtbare Kooperation pflegen, seit 15 Jahren mit dem Mössinger Kulturherbst in der ehemaligen Textilfabrik Pausa, quasi der zweiten Heimat des Theater Lindenhof, sind dort herausragende Produktionen entstanden. Ich erinnere mich gerne an das Stück zum Mössinger Generalstreik, Ein Dorf im Widerstand, das aufgrund der prägenden geschichtlichen Ereignisse große Emotionen hervorgebracht hat. Es war ein voller Erfolg hier in Mössingen und hat auch bundesweit Schlagzeilen gemacht. Ich wünsche dem Theater Lindenhof, dass sie bald in ihrem neuen Theaterhaus spielen können. Und ich wünsche uns noch viele Jahre gemeinsam, auch vielleicht in der Mössinger Pausa, die Möglichkeit, so manche Vision zur Wirklichkeit werden zu lassen. Ich danke ganz herzlich und wünsche alles Gute. Das Theater Lindenhof ist in jeder Hinsicht einzigartig. Das beginnt schon mit der Anfahrt, vor wenn man von Talang kommen, die Serpentinen hochfährt und dann plötzlich auf dieser weiten Ebene steht und auf Melchingen blickt. Es ist nicht Ausflucht. Sich etwas vorstellen heißt, eine Welt bauen, eine Welt erschaffen. Ich wünsche dem Theater Lindenhof weiterhin viel Fantasie, um neue Welten zu erschaffen und den Mut zu spannendem Theater, zum Experiment und neuen Formaten. Sorgt weiterhin dafür, dass auch jenseits der großen Ballungsgebiete hochwertige Theateraufführungen zu erleben sind. Eugenie Ionesco schrieb vor einigen Jahren: Fantasie ist nicht Ausflucht, sich etwas vorstellen heißt, eine Welt bauen, eine Welt erschaffen. Ich wünsche dem Theater Lindenhof weiterhin viel Fantasie, um neue Welten zu erschaffen und den Mut zu spannendem Theater, zum Experiment und neuen Formaten. Sorgt weiterhin dafür, dass auch jenseits der großen Ballungsgebiete hochwertige Theateraufführungen zu erleben sind. 40 Jahre Theater Lindenhof, 40 Jahre Theater auf der Alb. In diesem Sinne noch viele Jahre Grenzen überschreiten und noch unzählige Versuche, das Unmögliche möglich zu machen. Liebe Lindenhöflerinnen, liebe Lindenhöfler, wir gratulieren euch, den Kunstschaffenden, die zu Hause sind in Dialekt und Dialektik. Theater ist immer politisch. Es gibt kein unpolitisches Theater. Selbst wenn es unpolitisch sein will, ist es politisch. Gutes Theater will anstößig sein, will herausfordern und zum Denken anregen. Es war Ernst Bloch, der ausrief: Ja, ich will aufrührerisch sein. Ihr habt es als Team geschafft, dass man über euch stolpert, dass man ins Grübeln kommt und anschließend nicht mehr seiner eigenen Meinung ist. Bert Brecht schrieb zur Freude seines Theaters, dass der Kopf rund sei, damit die Gedanken die Richtung wechseln könnten. Ihr habt viele Freunde gewonnen, das ehrt euch. Ihr habt viel Gegenwind erfahren, das ehrt euch umso mehr.
Mit euch arbeiten wir im selben Bergwerk der Hoffnung. Ganz im Sinne des Leitmotivs von Carola Bloch, die von der Sehnsucht des Menschen, ein wirklicher Mensch zu werden, sprach, wünschen wir euch, seid realistisch, fordert das Unmögliche. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Ich freue mich für euch. Ich hoffe auf viele weitere Jahre. Und ja, ich sage auch Danke. Danke für zwei Engagements. Eins davon ist mir wirklich auch am Herzen gelegen. Die Hallo-Nachbar-Geschichte fand ich super. Danke für tolle Begegnungen. Und auch, ja, danke hierfür und hierfür. O Lindenhof, Winterreise, Bergwerk und zurück. Mit viel Leberkäse habe ich es auch ausgehalten. Bei euch, der irren Bande. Und wünsche alles Gute und noch viele weitere Jahre. O Lindenhof, O Lindenhof. Hallo Theater Lindenhof, hallo Freunde und Freundinnen des Theater Lindenhofs. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum und ich freue mich sehr, dass ihr so alt geworden seid. Ja, wenn ich apropos alt, wenn man so ein großes Jubiläum hat, dann wird man halt auch älter. Aber wenn man so lange zusammen ist, wie die meisten von euch ja schon, hat das auch irgendwas mit Liebe zu tun. Und deswegen singen jetzt ich und meine Kollegin Hanna Herrlich ein Lied übers Älterwerden und über die Liebe, die trotzdem bleibt und immer stärker wird. Das Ganze aus dem Ofterdinger Garten bei mir zu Hause. Und das ist auch gleichzeitig ein Gruß aus dem Reutlinger Theater Die Tonne, wo wir das Video nämlich aufgenommen haben. Auch die gratulieren ganz herzlich zu eurem Jubiläum. Also, alles Gute zum 70. Jubiläum. Viel Spaß. Die Zeit wird langsam knapp, denn das nächste Grab ist längst schon offen. Doch solange es noch geht und kein Pfarrer vor uns steht, können wir noch hoffen. Lambda, komm, wir tanzen heute so, als ob uns keine Zeit mehr bliebe. Und wir tanzen sowieso nicht zu schnell. Wir brauchen unsere Kraft. Draußen wird es langsam hell. Wieder eine Nacht geschafft. Bitte halte mich bloß fest, denn wenn du mich loslässt, sicher nie mehr auf. Du bist noch immer wunderschön. Lass uns weiter um uns drehen um den Lebenslauf. Dann, komm, wir tanzen heute so, als ob uns keine Zeit mehr blieb. Bis zum Ende unserer Liebe, aber bitte nicht zu schnell. Wir brauchen unsere Kraft. Draußen wird es langsam hell. Thank you.
Solange wir noch tanzen, haben wir noch ewig Zeit. Dann haben wir noch eine kleine Ewigkeit. Eine kleine Vielen Dank, lieber Heiner. Über 150 Aufführungen pro Jahr, das war die normale jährliche Schlagzahl, die Heiner Kontschak spielte. Im letzten Jahr war es eine. Was macht Heiner? Er komponiert 2 Dutzend Lieder über die Liebe. Danke, Heiner, dafür. Was wäre der Lindenhof ohne Freundschaften? Heiner mit gemeinsamer Hirlinger Vergangenheit hat viele unserer Produktionen begleitet. Als Regisseur, als Musiker, als Komponist. Vielen Dank. Ja, liebe Mona, lieber Raoul, vielen Dank für euren Beitrag. Ich weiß noch ganz genau, 2018 saß ich mit euch in Melching auf dem Bänkle und habe einen Vorbericht zur Produktion Brust Off mit euch machen wollen, ein Interview über eure Rollen und die gespielte Liebe zwischen euch. Und Mona saß auf der einen Seite, ich in der Mitte, Raoul auf der anderen Seite. Und ich habe euch versucht zu interviewen und da flogen schon die Pfeile hin und her und ich kam mir ziemlich deplatziert vor. Inzwischen seid ihr eine Familie, was uns sehr freut. Wir schicken von hier ganz herzliche Grüße nach Berlin und wünschen euch für eure Zukunft alles Gute. Was wäre der Lindenhof ohne seine freien Radikalen, den vielen freischaffenden Künstler, einzigartige Schauspielerinnen und Schauspieler, die immer wieder unser Ensemble ergänzen, Kostüm- und Bühnenbildnerinnen, Musikerinnen und Musiker und vor allem Regisseurinnen und Regisseure. Menschen, die mit großartigem Engagement, Kompetenz und impulsgebender Kraft unser Theater immer wieder weiter nach vorne gebracht haben. Beispielhaft fokussiere ich hier die Regiekräfte. Es waren ganz viele. Ganz am Anfang der unglaublich motivierende Stefan Viering. Klasse, seine Unterstützung schon bei Semmerkerle oder Keune und bei der Hexengeschichte von der Schwäbischen Alb, Nacht oder Tag oder Jetzt oder seine Wojciech-Inszenierung. Dann Hartmut Wickert, Susanne Hinkelbein, Manfred Karge, Heike Beutel, Erik Gedion, Albrecht Hirche, Anto Romero Nunes, Klaus Hemmerle, Dietlinde Elsässer, Eva Hosemann, Claudia Rüll, Kalam Rosé, Marc von Henning, Hannes Stöhr. Auch die eigenen darf man nicht vergessen. Bernhard Hürm, Franz Xaver Ott, Carola Schwelin, Oliver Muris und vor allem die großartigen Inszenierungen von Siegfried Bühr. Er hat mit prägender Handschrift den Begriff des Volkstheaters immer neugierig untersucht, wenn mit dem Neckar herab oder der Enteglimmer oder die Bahnfahrt oder der Theaterspaziergang in Nürtingen, Brechts Kleinbürgerhochzeit, Brechts Puntila oder die Arche Konrad von Susanne Hinkelbein auf dem Himmelberg oder die Arbeiten von Christoph Biermeier, angefangen mit der Reise nach Watt und mit den Herzattacken oder mit viel Lärm um nichts, bis hin zu Georg Elser, Allein gegen Hitler, der Inszenierung von Brandner Kaspar, von Der verreckte Hof, Brust Off, Faust und aktuell mit dem eingebildeten Kranken, den wir bisher leider noch nicht zeigen durften, aber wir hoffen bald, am 1. Juni in Tübingen. Oder Philipp Becker mit den Eintagsfliegen und Der Kerl vom Land und all den großartigen Inszenierungen in der Mössinger Pausa und in Tübingen. Oder eben Heiner Kontschak mit all seinen Stücken voller Musik
mit Emmas Glück, Hallo Nachbar, Honig im Kopf oder Wie Schöll kam, über das Leben von Piet Sieger. Aber auch die Arbeiten von Christoph Küster, dem Homo Faber, mit großartigem Spiel von Katrin Kestler und Oliver Mumuris oder mit seiner Inszenierung von Hans im Glück oder dem Spiel von Liebe und Zufall. Vielen Dank euch allen. Danke. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich Anfang der 80er Jahre von Tübingen aus mit einer gewissen kritischen, aber auch distanzierten Neugier beobachtet habe, wie mein alter Klassenkamerad Uwe Zellmer mal wieder etwas völlig Neues, Unmögliches ausprobieren wollte. Als dann aber die grandiosen Sommertheater in Tübingen stattfanden, wie der Hölderlin vor der Börse, Shakespeare im Hasengraben oder Jörg Ratgeb im Ammerhof, war ich begeistert davon, wie das Theater Stimmung erzeugt, Atmosphäre erzeugt und die Landschaft in sein Spiel einbezieht. Das war eigentlich der Beginn meines Engagements für das Theater Lindenhof. Liebes Theater Lindenhof, euch alles Gute von Seiten des Ludwig-Uhland-Instituts Louis zu eurem 40. Geburtstag. Ihr macht Theater, wir machen Wissenschaft, beide interessiert aber letztlich der Alltag, das Selbstverständliche, dass das so nebenher läuft, da schauen wir drauf und wir reden beide gerne und wir machen gerne etwas gemeinsam. Und da finden wir auch immer wieder das Besondere. Und jetzt haben wir zum eurem 40. Geburtstag etwas ganz Besonderes gefunden, nämlich euch selbst. Wir haben ein Buch und eine Ausstellung mit euch zusammen gemacht mit dem Titel Was für ein Theater. 12 Studierende der EKW haben hier euch untersucht. Da wurdet ihr zum Forschungsgegenstand und wir haben eure Kunstproduktion im Alltag untersucht. Herausgekommen ist, jetzt zitiere ich hier, die Faszination Lindenhof, mit Einblicken in einen besonderen Kulturbetrieb auf der Schwäbischen Alb und die Menschen, die ihn dazu werden lassen. Wir sind auf das Ergebnis wahnsinnig stolz. Echt toll geworden mit euch zusammen. Und wir hoffen und wünschen für euch, dass es gut weitergeht auf der Schwäbischen Alb, was die finanzielle Seite betrifft, aber natürlich auch was die ganzen Aufführungen betrifft. Und kommen auch gerne wieder hinauf. Und eines Tages werden wir was gemeinsam machen. Bleibt uns erhalten, uns und der Region, die Faszination Lindenhof. Der Lindenhof spielt ja immer wieder, schon oft, an ungewöhnlichen Orten. Da entstehen manchmal eigentlich zwei Stücke gleichzeitig. Einmal die Inszenierung nach vorne, vor den Kulissen für das Publikum, und eine Inszenierung, eine logistische Inszenierung hinter den Kulissen, für die Beteiligten manchmal spannender und aufregender als alles andere. Eine tolle Produktion, die ich da begleiten konnte, das war der Hölderlin auf der Neckarinsel, Wenn mit dem Neckar hinab. Da haben wir über die ganze Insel gespielt, ein Riesenaufwand und auch ein Riesenerfolg. Und auch so passend zu der Figur Hölderlin. Ich glaube, wenn der heute noch leben würde, dann wäre der mit Sicherheit auch ein Lindenhöfler. Also gut, jetzt haben wir zwar einen Geburtstag ohne Gäste, aber ein Geburtstag sollte nie ohne Geschenk stattfinden. Und da habe ich eine Kleinigkeit mitgebracht. Ich hoffe, es gefällt euch und ihr findet einen passenden Platz oben irgendwo am Gebäude. Ich schick's mal auf die Reise. So ist es jetzt schon unterwegs zu euch auf die Alp. Liebe Lindenhöflerinnen und Lindenhöfler,
Ich wünsche euch zu eurem Geburtstag, dass ihr mit all eurer Kreativität, Einfallsreichtum und Kunstfertigkeit Wege aus dieser Krise findet und noch viele schöne Geburtstage feiern könnt. Dafür drücken wir jetzt alle, die hier momentan dabei sind, die Daumen kräftig. Nach 14 Jahren ein Stück Heimat. Immer wieder neugierig auf neue Spielräume und Figuren. Eine Crew in der Technik und in der Schneiderei hinter sich zu wissen, für die gilt, geht nicht, gibt's nicht. Die großen Bürgerprojekte mit Stefan in Städten und in der Pausa gehörten für mich zu den anspruchsvollsten Aufgaben. Ein Stück gelebtes Volkstheater mit sehr herzlichen Begegnungen und anhaltenden Freundschaften. Eine sehr gelungene, runde Geschichte war für mich der Brandner Kaspar. Dem Tod beim Kartenspielen ein paar Jahre abzuluxen, um vorher noch alles in trockene Tücher zu bringen, ist schon ein sehr anrührender Plot. Faust Spielen hat mich in Spiel- und Experimentierfreude wirklich sehr begeistert. Weiterhin mit Mut und Kraft das scheinbar Unmögliche zu versuchen und Unbequemes anzupacken, gepaart mit der Kreativität, auch aus der Not eine Tube zu machen. Wer seine Bühne jetzt verließ, der sitzt nun oft im Heimoffice, wo sich die Gedanken ranken, bei wem sollte man sich noch bedanken und welchen herzlich lieben Menschen gilt's gerade jetzt auch Glück zu wünschen. Wen begehrt man so zu sehen, wer begeht gerade Jubiläen, wen mag man besonders gerne unter Sonne, Mond und Sterne? Was meint hier unser Philosoph? Ich vermiss den Lindenhof. Ja, das Leben hat nun Macken, man muss kleinere Brötchen backen. Doch sind solche Jubiläen dennoch festlich zu begehen, auch ohne Galafest und Schwof, hochlebe unser Lindenhof. Und diesen schönen Geburtstagskuchen, mein Gott, den muss man selbst versuchen. Und so erheb ich denn die Flasche, kommt bald wie Phönix aus der Asche. An alle Arbeiter, an alle Messinger! Um 12 Uhr zum Streik gegen die Regierung Hitler! Für die Rechte der Arbeiterklasse! Gegen die Rechtsgläubigen! Für den Sozialismus! Ein Geschwätz geht um in Europa. Mitten in der Nacht und am helllichten Tag. Hinter verschlossenen Türen und auf offener Straße. Das
Gespenst des Kommunismus. Sofort, deine Mutter, die hat was. Deine Mutter, bei der stimmt was nicht. Ich geb dir gleich ein Stück Wasser, du Posesäufer! Gerlinde, komm schnell, du musst ganz schnell herkommen. Bitte komm schnell, das ist Angst. Kühe springen auf der Wies, im Boden zittern drüber, dunkel kommt's dahinter rein. Bald wird's ganz schön saumäßig sein. Also. Ja, lieber Ralf Wenze, vielen herzlichen Dank für deinen Gruß und vielen Dank für dein Geschenk, das jetzt auch hier bei uns angekommen ist. Ralf Wenze war lange technischer Leiter bei uns im Theater. Das Schild kommt runter und der Lappen muss nauf. Das ist ein Grundgesetz am Theater. Und während wir im Ländle unterwegs waren, haben wir zunehmend
Ah, da sind wir, bin in der falschen Kamera, sorry. Während wir unterwegs waren, haben wir immer mehr auch organisiert, dass hier parallel dazu tolle Veranstaltungen stattfinden, Konzerte, Lesungen, Kleinkunstprogramme, angefangen ganz früher mit Uli Greuler, dann Bernd Kohlhepp, Klaus Birk, Ernst und Heinrich und viele, viele mehr. Danke für diese tollen Programme. Apropos unterwegs. Als Regionaltheater bespielen wir natürlich hauptsächlich die Region und die Festivals haben eigentlich dazu geführt, dass wir vermehrt als Theater in Metropolen gastiert haben. Angefangen hat es 2005, da waren wir mit dem Schwabenblues eingeladen beim Festival Theater der Welt in Stuttgart. Seitdem gibt es nun den Spielbetrieb im Wilhelmer Theater in der City von Stuttgart regelmäßig jedes Jahr, jede Spielzeit. Wir freuen uns sehr über diese Kooperation. Ja, mit Puntila und dem Knecht Matti waren wir beim Brecht-Festival in Berlin. Mit Georg Elser waren wir in München und 2010 reisten wir dann das erste Mal in den Ruhrpott zu den Ruhrfestspielen mit dem Stück Theatertreffen. Es folgten viele weitere Einladungen, zum Beispiel mit Molly Sweeney, Ein Dorf im Widerstand oder auch Brust Off. 2010 wurden wir das erste Mal 2014 wurden wir das erste Mal dann nach Hamburg eingeladen, um uns dort und nominiert für den Monika Bleibt Treu Preis. Wir haben ihn prompt mit nach Hause gebracht mit dem Stück Homo Faber. Wir wurden noch viele weitere Male nominiert und eingeladen und auch dieses Jahr werden wir wieder mit dabei sein mit der wunderbaren Hölderlin-Inszenierung von Philipp Becker. Genau, das ist nächste Woche, ja, fahren wir wieder nach Hamburg. Wir freuen uns. Ja, hören wir nun die Grüße aus dem hohen Norden, Thomas Film ab. Lieber Stefan, lieber Christian, liebes Team des Theater Lindenhof, herzlichen Glückwunsch zu 40 Jahren Theater Lindenhof. Vor rund 10 Jahren haben wir uns kennengelernt beim Start der PTT, also auch ein kleines Jubiläum. Und ich bin wirklich dankbar für viele tolle Produktionen, die ihr hier in Hamburg gezeigt habt. Sozusagen ein Gruß aus der Metropole Hamburg in die Fläche, wie man heutzutage sagt. Und da möchte ich gleich besonderes Lob und Anerkennung verbinden. Denn wie schwierig muss es sein, wenn man nicht angelehnt ist an eine große Stadt, sein Publikum immer wieder zu finden. Das gelingt euch großartig. Das gelingt euch, indem ihr das Publikum zu euch bekommt in eure sehr spezielle, feine Spielstätte. Es gelingt euch, indem ihr zu den Menschen geht und in anderen Spielstätten Theater macht. Und das gelingt euch auch ganz oft durch soziale Projekte. Ich habe wirklich eine hohe Respekt vor dem, was ihr leistet. Wirklich ganz toll. Ich freue mich über die letzten Jahre. Ihr habt zweimal den Monika-Bleibtreu-Preis im Rahmen der PTT gewonnen. Chaim und Adolf haben wir sogar in unser eigenes Programm hier in den Kammerspielen übernommen. Mit Homo Faber hattet ihr gewonnen. Der nackte Wahnsinn habe ich sogar verstanden als Nordlicht, obwohl es teilweise Mundart gespielt wurde. Und Hans im Glück habt ihr auch einmal die PTT eröffnet. Also immer wieder großartige Leistung. Ich freue mich auch jetzt schon, wenn ihr wiederkommt zu den hoffentlich stattfindenden nächsten Privatheater-Tagen. Euch wünsche ich von Herzen alles Gute, dass auch im Namen unserer Mannschaft hier in den Kammerspielen und im Altenaer Theater alles Gute für die nächsten Jahre. Bleibt eurem Weg treu und ich wünsche euch gerade in diesen besonders schwierigen Zeiten, dass ihr immer die Nase über dem Wasser haltet, wirtschaftlich und weiter so tolles und spannendes Theater macht. Alles Gute für euch. Naja, natürlich steht der Lindenhof mit seinen Außenveranstaltungen, Freiluftveranstaltungen, mit der Zugfahrt, mit unter den Windrädern, mit den Neckar hinab, in Hölderlin-Produktionen für ein unglaubliches Theatererlebnis. Das sowieso, ganz speziell, aber für mich zum Beispiel der Enterklemmer, weil Molière offensichtlich schon den schwäbischen Geiz vorausgeahnt hat und weil Bernhard diesen Familienvater einfach spielt, wie man ihn spielen muss. Und natürlich das Bühnenbild, weil eine Tür im Rahmen fertig. Ja, was will man mehr als Verwaltungsdirektor? Und was wünsche ich für die Zukunft? Naja, dass kein Impfstoff gegen das Virus Lindenhof entwickelt werden kann,
und das nach der digitalen Zeit wieder analog unwiderstehliches schwäbisches Theater mit Herz gespielt wird. Ja, und das in institutionell gesicherten Rahmenbedingungen, das wünsche ich. Ja, ganz liebe Grüße und ein tolles Fest, auch wenn es digital stattfindet. Euer Tillmann. Ciao, ciao. Liebes Publikum, die Zeit ist etwas fortgeschritten. Wir nähern uns nun dem Finale dieser Jubiläumsgala. Es wird Zeit zu prüfen, ob der Sekt auch schon richtig kalt ist. Hören Sie jetzt die offiziellen Grußworte, liebes Publikum, von Landrat, unserem Landrat des Zollern Albkreises, Günther Martin Pauli, von Annette Wiedmann-Mautz, Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin, und Waltraud Bartler-Fark, unserer Ortsvorsteherin aus Burlading-Melchingen. Und hören Sie danach die Rede des Intendanten. Psst. Ja, also ganz, ganz herzlichen Glückwunsch dem Theater Lindenhof und allen Macherinnen und Machern, die vor und hinter den Kulissen für diese einzigartige, raumschaftsübergreifende kulturelle Hochburg, nicht nur des Sonnenalbkreises oder der Stadt Burladingen, sondern weit darüber hinaus in Baden-Württemberg und in Europa bekannt. Herzlichen Glückwunsch zu diesem stolzen Jubiläum und herzlichen Dank darf ich auch als Landrat sagen, im Namen der gesamten Landkreisverwaltung, im Namen aller Bürgerinnen und Bürger unseres Landkreises, dass wir mit euch quasi ein Marketingprojekt haben, das natürlich unschlagbar ist. Wir sind stolz auf euch und wünschen euch alles Gute, vor allem Gesundheit. Liebes Theater Lindenhof, herzlichen Glückwunsch zu eurem 40. Geburtstag. Jetzt seid auch ihr im Schwabenalter angekommen. Ich denke gern an die Anfänge in den 80er Jahren zurück und seit damals ist der Lindenhof zu einem echten Anziehungspunkt für mich und meine Familie geworden. Melchingen war sicher nie ein Dorf im Widerstand, so wie eine eurer letzten Produktionen in Mössingen betitelt war. Aber es war schon eine lange Winterreise oder eine Bahnfahrt bis zur vollständigen Integration dieses soziokulturellen Zentrums auf der Rauen Alb. Ich wünsche dem Theater Lindenhof für die nächsten Jahrzehnte alles, alles Gute, viel Erfolg und vor allem, dass die Pandemie jetzt schnell überwunden ist. Und dann sage ich euch, die besten Jahre kommen erst.
Ah, wir sind da. Hochwertes Publikum, liebe Leute. Was machen wir hier? Ein Theater veranstaltet ein Jubiläumsabend im Netz. Ist das Blödsinn? Es gibt drei markante Sprüche bzw. Sätze, die mich durch meine Theaterarbeit begleitet haben. Erstens der von meinem Lehrer Yoshio Ida, "You are always as good as your last show was." Der von Giovanni Trapattoni, "Spieler müssen Spiel am Samstag alleine gewinnen." Und drittens der Text aus einem Song von Millie Jackson mit dem Titel "Making the best of a bad situation." Making the best of a bad situation. Er gilt auch für den heutigen Abend. Wir dachten, es ist besser, diese Feier im großen Rahmen, im WWW, im World Wide Web abzuhalten, als sie abzusagen. Ich freue mich, dass Sie bei sich zu Hause sind und gleichzeitig doch da bei uns. Ich halte meine Rede kurz, damit Sie auch bis zum Schluss bei uns bleiben. Es kommt nach mir noch eine Jubiläumsszene des Ensembles und ein schönes Grußwort von Philipp Becker, ein treffsicherer Beitrag zur Verortung unseres Theaters in der Landschaft. Damals, vor 40 Jahren, hatten wir diesen Traum von der eigenen Bühne. Wir suchten ein Zuhause für ein freies Theater jenseits der etablierten Theaterbetriebe, wie man sie aus den Städten kannte. Mit der leerstehenden Linde in Märchen konnten wir diesen Traum verwirklichen. In den 40 Jahren hat sich vieles geändert. Und der Wandel war unser ständiger Begleiter. Lindenhof, das heißt Veränderung. Manchmal änderten wir zu viel, manchmal zu wenig. Einig waren wir uns selten. Und die Frage, was wird aus dem Lindenhof, wird dieses Theaterexperiment ewig begleiten. Wir haben viel gestritten. Unberechtigt war keiner. Keine der Auseinandersetzungen. Manchmal war die eine oder andere vielleicht zu heftig. Verbunden aber blieben wir durch die Liebe zum Theater. Aus der anfänglichen Initiative wurde ein Verein, später zwei Vereine, getrennt in aktive und Förderverein, der heute ungefähr 500 Mitglieder zählt. Und schließlich wurden wir 2011 Stiftung. Am 13.12.2010 wurde die Stiftung Theater Lindenhof anerkannt und damit die Idee der Gründerinnen und Gründer des Projektes kritisch-poetisches Volkstheater mit Kernbezug zur Schwäbischen Alb für ewig in die Satzung eingeschrieben. Auf der Grundlage der gefestigten Strukturen durch die Stiftung konnten endlich auch die notwendigen Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen umgesetzt werden. Viele Menschen haben über die Jahre hinweg dieses Projekt unterstützt. Und jeder Beitrag, jedes Engagement, jede Kompetenz der unzählig vielen, die an unterschiedlichsten Stellen, zu den unterschiedlichsten Zeiten den Weg dieses Theaters mitgegangen sind, war nützlich und gewinnbringend und führte uns nach vorne und führte uns weiter in die Zukunft. Vielleicht ist der Lindenhof auch nur eine Idee oder das, was in der kurzen Zeit zwischen dem Abschluss unserer Baumaßnahmen und der Pandemie eine ältere Besucherin im Foyer ihrer Tochter erklärte, indem sie auf die großzügige Glasfront des neuen Foyers blickte und sagte, siehst du, so etwas kann dabei herauskommen, wenn man an eine Sache glaubt. Oder es ist einfach nur mehr herausgekommen als das, was die Pioniere und Erfinder der Unternehmung Theater Lindenhof sich je geträumt hatten. So gilt mein Dank heute auch den Aktiven und den Ehemaligen aus der jüngeren Vergangenheit wie Brigitte Wagner, Christel Krink, Herbert Karl oder dem großartigen Schauspieler, Regisseur und Allround-Künstler Oliver Mumuris. Aber mein Dank gilt auch den Gegenwärtigen in unserem Hause, meinem Vorstandskollegen Christian Burmeister van Dömen, der inzwischen auch schon bald 10 Jahre hier ist und große Arbeit leistet. Mein Dank gilt unserem Stiftungsrat
und den Menschen in unserem regen Förderverein. Herzlichen Dank. Mein Dank gilt dem Team in der Verwaltung, dem Team in der Technik und in den Werkstätten, um unseren wunderbaren technischen Leiter Philipp Knöpfler. Und natürlich gilt mein Dank dem Lindenhof-Ensemble. Das ist das Stichwort. Gleich kommt das Ensemble und dann Philipp Becker mit seinem Grußwort. Doch zuvor noch den fettesten aller Dankesgrüße an meinen Kollegen Bernhard Hurm. Seit diesem Jahr hat sich Bernhard aus der Theaterleitung zurückgezogen. Bernhard, ein großartiger Mensch, ein Theaterbesessener, ein unglaublich toller Schauspieler. Wir haben Erfolge und rauschende Feste gefeiert, aber auch schwere Zeiten durchgemacht. Zusammen sind wir durch dick und dünn gegangen. Und die Liebe zum Theater war das unzertrennliche Band, das uns immer verbunden hat. Mir ist es, als wären wir Brüder. Wenn ich dürfte, würde ich ihn kräftig umarmen. Vielen Dank für alles, liebe Bernhard, und auch dafür, dass du uns als Spieler erhalten bleibst. Bernhard ist zu Beginn des Jahres aus der Theaterleitung ausgestiegen und ich hoffe, dass du nicht nur bis zum Beginn des Rentenalters uns erhalten bleibst, sondern auch noch weit darüber hinaus. Ich wurde noch mal für 5 Jahre gewählt, aber auch dann, denke ich, ist es Zeit, das Zepter zu übergeben, dann müssen andere das Heft übernehmen. Wo ist jetzt eigentlich da? Ja, ich bin da. Ah, ja. Ich bin schon das heimlich so, reingeschlichen. Es ist so ruhig. Ich habe das alles gehört. Dachte, ich bin jetzt inzwischen alleine. Dir. Bernhard, vielen Dank. Ich hab das jetzt da alles in die Kamera gesagt. Komm ins Bild, ich mache dir Platz. Und ach so, guck, da sind wir doch. Ja, sind hallo. Ja. Ja, seid ihr alle da? Ja. Also, wie geht's jetzt weiter? Jetzt kriegst du einen Blumenstrauß und dann kommt das Ensemble. Mhm. Ja, vielen Dank, Stefan, für deinen Moment, ich nehme gleich beide. Oh, Leute, da brauchen wir Handschuhe, sonst geht es Handschuhe? Ja. Wir müssen ein bisschen auseinander, gell? Wir können den Tisch, die Tische hier wegmachen, die müssen ja frei sein. Also die Tische können wir wegmachen. Für die Schlussnummer. Ja. Schaffst du das? Der Kurs, aber so wie der sei jetzt. Jetzt kommt er nochmal in die Mitte. So, Bühne frei für die feierliche Straußübergabe. Stefan, herzlichen Dank für deine Rede. Lieber Bernie, danke für 40 Jahre Engagement hinter der Bühne, auf der Bühne. Auf der Bühne bleibst du uns ja noch erhalten. Und im Namen des Theaters ein kleiner Strauß. Stefan, diesen großen virtuellen Rahmen nehmen wir zum Anlass, auch dir zu danken für dein Engagement, dass du die Energie, die du in dieses Theater reinsteckst und dass du mit uns den Weg dieses Theaters noch mal 5 Jahre mindestens weitergehst. Ja? Und das, bitteschön, ist für dich. Danke. Das war auch das Stichwort die Zukunft. Komm, wir stoßen doch schnell an. Trinke zuerst. Ja, gerne. Sein Mikrofon trinkt runter. Hallo, hallo Kolleginnen und Kollegen. Ja? Wie soll denn unser Theater aussehen, wenn es 50-jähriges Jubiläum feiert? Na, wir spielen, Leute gucken zu. Ja, aber ob es dann auch wir sind, die da spielen? Ha, ja klar. Ich glaube, ich schon, vielleicht. Ja, und ich. Ja, und ich auch. Und ich. Ja, aber ich bin mir bei mir da nicht so sicher. Ich bin bei mir auch nicht. Und ich bei mir auch nicht. Also wenn sich was ändern soll, dann müssen auch neue Gesichter bei uns auf der Bühne erscheinen. Ja, neue Stücke, neue Themen, neue Spielweisen und neue Geschichten. Ja, das haben wir schon vor 10 Jahren gesagt. Ja, und auch schon immer gemacht.
Ja, also neue Perspektiven, neue Stoffe aus neuen Stücken von neuen AutorInnen und neuen RegisseurInnen und neue SchauspielkollegInnen, durch die wir anderen in neue Verhältnisse gesetzt werden, uns anders denken und spielen. Aber halt, vom Bestehenden muss noch schon noch was übrig bleiben, gell? Ja, poetisch-kritisches Volkstheater, das muss schon sein. Das steht da in der Satzung. Ja gut, aber das ist ja quasi fast alles, oder? Also darunter kann man wirklich alles verstehen. Ja, ja, da ist also vieles möglich. Also zumindest einiges. Ja, ja. Ja gut, aber wir müssen ja irgendwie ein Profil zeigen. Also. Aufs Alleinstellungsmerkmal achte und nicht vergessen, das Verkaufsargument. Wer ist eigentlich wie lange schon dabei? Wie? Was? Also wie lang ist jeder von uns schon dabei? Also ich zum Beispiel 26 Jahre, da war mein erster Auftritt. Ja, ich bin 40 Jahre dabei, genauso lang wie mein Freund der Zellmer. Und ich, unglaublich. 38 Jahre und ein paar zerquetschte. Ha, genau. Ich 25, inklusive Schultheaterauftritte. Und ich auch 40 Jahre, seit Mai 81. Und ich seit 1986. 35 Jahre, eine halbe Ewigkeit. Und bei mir 31 Jahre mit 16, Wahnsinn, oder? Ja. Bei mir fast 8, 7, aber 100%ig. Ja, immer. Stimmt. Also Leute, das macht ja summa summarum 261 Jahre. Also wenn man da rückwärts rechnet, dann landet man ja 1760 mitten in der Aufklärung. Und wenn man es nach vorne denkt, im Jahre 2282, also weit über Star Trek hinaus. Vor, zurück, theatrisch, im Hier und Jetzt. Ja. Also alles ist auf jeden Fall gewiss. Ja. Inzwischen kehren wir fast alle. So der Alte. Ja, und deshalb müssen jetzt mal die Jungen ran. Ha? Ja. Ja, und nicht nur auf der Bühne, sondern auch in der künstlerischen Leitung. Auswechsler, Dramaturgie, Auswechsler, Regie, Auswechsler. Publikum? Auswechsler. Charmant. Nee, wir brauchen alte und neue Zuschauer. Ha? Ja. Aber was auf jeden Fall bleiben soll, ist, dass der Lindenhof immer noch Stücke macht, welche die Leute auch sehr wollen. Der Zuschauerraum muss voll sein. Ja, ja, mit Jungen und Alten, mit Schwaben und Nichtschwaben, Homo, Hetero, Queer. Immer bunt gemischt, wie immer schon. Ja, ja, und draußen. Ja, aber draußen. Auch woanders, gell? Nicht nur in Baden-Württemberg, in ganz Deutschland. Ja, und darüber hinaus auch in Österreich, der Schweiz und Luxemburg. Überall, wo man uns versteht. Ja, quasi überall. Ha? Schwäbische Weltsprach. Ja, dein Wort in wessen Ohr auch immer. Auch meine anderen Sprachen spielen oder mit dem Dialekt noch experimenteller umgehen. Also alles ändert sich. Aber doch nicht unser Sprach. Wenn ich sage Alice, moini Alice. Jetzt mal wieder den Blick nach vorne. Wie soll unser Theater in 10 Jahren zum 50. aussehen? Was soll da anders sein? Ja. Die Pausa in Mössingen wird wie der Lindenhof in Melchingen fester Spielort. Ja, gut. Wie jetzt? Wie jetzt? Bloß ständig. Der Lindenhof macht Stücke, die unglaublich toll sind. Wie immer schon. Stücke, die auf dem Land spielen, aber die ganze Welt meinen. Wie eh und je. Der Lindenhof wird Magnet für junge Leute. Aber nicht nur im Zuschauerraum, sondern eben auch als Theatermacher. Also, ich glaube, dass das Theater Lindenhof gerade aufgrund seines Standortes unglaubliche Anziehungskraft entwickelt. Und über die bloße Ereignis des Theaters hinaus. Schon allein durch den Besuch hier oben auf der Alp. Eine Gesamterfahrung. Für die Zuschauer sein wird. Und die Leute von den Schauspielschulen wollen dann nicht mehr nach Berlin, München, Hamburg oder Köln. Nein, sie wollen dann alle nach Melchingen. Ja, und flache Hierarchien, Mitbestimmungsmöglichkeiten, Gestaltungsspielräume, Land um uns herum, ungebunden sein, eigenbestimmt. Ja, genau, Freiheit, Aufbruch ins Neue und ins Unbekannte, in die Bereitschaft zu lernen. Ja, auf allen Seiten, bei allen Beteiligten, auch bei den Zuschauern. Aber was wir weiterhin brauchen, das sind interessante Regisseure. Und Regisseurinnen. Ja klar, das meine ich ja, du und deine Spitzfindigkeit. Es ist keine Spitzfindigkeit. Sprache schafft Realität, das müssen wir in unserem Job doch am besten wissen. Gutes Stichwort, nur noch sprachlich ansprechende Stücke. Ja, Stücke, die schwäbisch und intelligent sind und die beweisen, dass Dorf nicht gleich Provinz ist. Haben wir doch schon oft gemacht. Bloß sind es halt nicht allzu viele gemacht. Ja. Vielleicht wäre zum 50. Jubiläum ein Stück, das schwäbisch, kritisch, poetisch, aktuell und kosmopolitisch zugleich ist, richtig? Ja, ein Publikumsrenner. Und zum 50. eine Tour
mit dem Thespis-Karren quer durch Europa. Ja. Wir machen ein Willkommensstück auf einem riesen Floß im Mittelmeer. Wir laden die Geflüchteten ein, ganz ohne Sprache. Wir singen und tanzen. Und es muss jemand ein Stück schreiben, das so ganz experimentell mit dem schwäbischen Dialekt umgeht. Also so Ernst Jandl-mäßig. Oh ja, schwäbischer Sprachjazz. 24 Stunden Happening draußen. Dafür lerne ich sogar noch Schwäbisch. Also auf jeden Fall nicht stande bleiben und keine Misserfolge beklagen. Immer Anfänger wagen. Anfänger sind die wahren Helden. Ja, also wenn ich mich so umgucke, lauter alte Anfänger. Ja, Anfänger bleiben. Leitner braucht Impulse von außen. Ja, wir stellen auf Mehrsprachigkeit um. Dialekte und Fremdsprachen. Alles außer Hochdeutsch. Also, wir werden jünger, weiblicher, diverser, internationaler und queerer. Oh, ja. Klasse, wir bleiben auf und brechen hier. Hey, hallo. Umkehrt wird ein Schuh draus. Wir bleiben hier. Und brechen auf! Prima, Schuhe. Ja, auf die Zukunft! Also, wo sind? Auf die Zukunft! Auf die Zukunft! Also, Wind! Hip-Hop! Ich habe auch nur der Mokka, komm mal. Oh ja. Also, Informationen und Fakten zur Welt ist noch keine Praxis entsprungen, die auf der Höhe der drohenden Zukunft wäre. Brauchen wir zum Handeln tatsächlich weitere Klimaberichte, weitere Moria-Bilder, weitere Theaterschutzkonzepte? Die Zukunft, sie hat schon längst begonnen. Unsere Gesellschaft wird eine andere werden, also können wir sie doch anders denken. Der von mir hochgeschätzte Max Czollek geht sogar noch viel weiter. Er sieht diese unsere Gesellschaft bedroht von ihrer eigenen Vergangenheit, weshalb wir sie anders denken müssen. Er ruft daher auf zur Gegenwartsbewältigung. Zur Gegenwartsbewältigung durch radikale Vielfalt, durch neues Verbündetsein und durch wehrhafte Künste. Mir scheint daher an dieser Wegmarke 40 Jahre Theater Lindenhof wichtiger als der Rückblick auf Preise und Erfolge, weitere Beteuerungen der Einzigartigkeit dieses Theaters und sein Modellpotenzial, von dem ich ja absolut und zweifelsfrei überzeugt bin, viel notwendiger als der Ausweis eures und unseres erfolgreichen Gemachthabens, ein Ausblick auf euer weiteres Machen wollen. Mir und uns allen ist klar, dass Machen wollen auch Machen können, Machen dürfen voraussetzt, dass das Theater Lindenhof den eigenen Stakeholdern gegenüber gerade unter Legitimationsdruck steht, in einer Zeit, in der Theater als virulentes Begegnungsereignis auf einmal negativ konnotiert ist, wo die Zusammenkunft von Menschen auf einmal zur Problemzone wird. Dass die Pandemie nicht nur die Diskussion über Wert von Kultur anheizt, sondern dass noch knallhart auszuhandeln sein wird, wer welchen Preis für Kultur zu zahlen bereit ist. Gegenwartsbewältigung also. Die Wirklichkeit des öffentlichen Raums erwächst aus der gleichzeitigen Anwesenheit zahlloser Aspekte und Perspektiven, in denen ein Gemeinsames sich präsentiert und für die es keinen gemeinsamen Maßstab und keinen Generalnenner je geben kann, sagt Hannah Arendt. Theater machen zur Gegenwartsbewältigung, um uns zu vergegenwärtigen im Wortsinn, hier und jetzt sein, nicht in der Ferne des Displays, nicht in den Modulen unserer ausgelagerten Intelligenz, nicht in den virtuellen Universen, nicht in der digitalen Parallelwelt des Sozialen,
Theater ist wesenhaft und soll wesenhaft handeln, ist Körperschaft, ist lebendige Auseinandersetzung mit Kultur, Kulturen, Geschichte, Geschichten, mit einem Kanon, der in Frage zu stellen wäre, mit brandaktuellen identitätspolitischen und repräsentationskritischen Fragen und mit seit der Antike dramatisch tradierten Fragen zur Conditio Humana. Euer Feld ist Welt. Theater als Momentkunst stiftet ästhetisch, inhaltlich und formal maximal divers an zur Begegnung von Menschen. Theater ist das reizvolle Spiel mit Wahrhaftigkeit. Theater ist systemrelevant. Vergegenwärtigung, Gegenwartsbewältigung, wir räumen nicht das Feld. Alle, die in der Welt zusammenkommen, nehmen verschiedene Plätze in ihr ein, nämlich ihre jeweils eigenen. Das Ureigene des Öffentlichen, das von anderen gesehen und gehört werden, erhält seine Bedeutsamkeit von der Tatsache, dass eine jede und ein jeder von einer anderen Position aus sieht und hört und sich ereignet. Die gemeinsame Welt, vergleicht Hannah Arendt entsprechend mit einem Tisch, um dem herum Menschen sitzen. Eine Welt von Dingen, die ihnen ein gemeinsamer Wohnort sind. Die Art und Weise, wie der Lindenhof in den nächsten 40 Jahren weiter und fürderhin seine Tische gestalten, decken und bestuhlen kann, mag und wird, wird darüber entscheiden, wer an diesen Tischen sitzen wird. Sehr frei nach David Foster Wallace in seinem Aufsatz »Die Gegenwart ist durchgefallen«: Worum geht es hier? Es geht um Kunst. Und Kunst ist Sinn. Und Sinn ist Macht. Die Macht, Katzen bunt zu färben, das Chaos zu ordnen, aus der Leere Boden unter den Füßen und aus den Schulden Schätze zu machen. Wenn Mode, Trends und die Politik für Magermilch sorgen, heißt das wenigstens, dass sich die Sahne oben absetzen muss. Ich würde mich auf was gefasst machen. Herzlichen Glückwunsch, Theater Lindenhof. Mit uns gefeiert haben heute Abend, dass Sie bei dieser digitalen Jubiläumsgala mit dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Es war eine Reise durch 40 Jahre Theatergeschichte. Wir spielen morgen wieder Theater, am Sonntag, am Tag des Grundgesetzes. Um 19 Uhr streamen wir live das Stück Malala, Mädchen mit Buch. Nächsten Sonntag um 11 Uhr gibt es als Matinee wieder die Erzählbar, diesmal mit Professor Michael Butter, ein Experte für Verschwörungstheorien. Dann am 1. Juni spielen wir tatsächlich wieder live, und zwar auf der Hofbühne des Landestheaters Tübingen, unser Stück »Der eingebildete Kranke«, frisch und fertig mit einer Premiere am 1. Juni im LTT. Und zwar spielen wir vom 1. bis 6. Juni. Wir freuen uns, wenn Sie als Publikum mit dabei sind. Jetzt wünschen wir Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder hier im Theater. Tschüss und auf Wiedersehen.